will noch einen Kaffee trinken. Schönen guten Morgen. Wir haben drei Kunden auf dem Auto. Der erste ist dieser. Der zweite ist dieser. Der zweite ist dieser und der dritte ist dieser. So. Stopp schon. Wir fahren zuerst nach Bad Münstereifel. Bad Münstereifel, Hellental, Schleiden oder Karl Oels, wie seht. Auf jeden Fall alle nicht weit auseinander, das ist schon mal sehr gut, oder? So, ich habe mir gerade noch einen Kaffee von unserem Maschinchen gegönnt. Guten Morgen, Herr Kollege. Ich habe 59 Kilometer nach Bad Münstereifel, das ist der erste, 37 ist eine gute Zeit. Also ich war jetzt noch 20 Minütchen im Aufenthaltsraum. Sonst wäre ich zu früh auch beim Kunden gewesen. Zu früh kannst du auch nicht kommen. Dann starten wir die Woche mal. Schön gemütlich. Und dann denke ich mal, haben wir eine zweite Runde eventuell, weil die drei Sterne liegen ja alle nah beieinander. Das dürfte nicht zu lange dauern. Expo Trans. Diese Woche. Moin. Diese Woche bekomme ich meinen PKW wieder. Ich war mal in der Werkstatt, wo der ist, und dann bin ich mal eine Runde gefahren. Die müssen vorne noch was einstellen. Und dann kriegt der komplett TÜV, also Abnahme. TÜV ist in einem Monat oder so, und dann können die das direkt mitmachen. Also alles tut die komplett die. Und dann kriege ich den, keine Ahnung, Dienstag? Ich habe den Kunden jetzt gar nicht angerufen. Steht da eine Nummer? Ja. Wer ist das denn? Ja, ich habe den jetzt gar nicht angerufen, weil ich denke, dass die um halb acht, acht da sind, eventuell. Eventuell. Ich fahre jetzt einfach dahin, hier steht auch jetzt nichts. Ich fahre jetzt einfach dahin, das ist eine Baustelle, das Lager ist bei dem da. Okay, oh, mir ist ein bisschen frisch. Jetzt bin ich ja irgendwann uns da, und zwar ist das irgendwo hier direkt. Wo ist denn hier meine Hausnummer? Hä? Hier. Es ist einfach mal so leicht uns raining. Ja, wir sind jetzt gleich fertig. Ich nehme den Lehrer direkt wieder mit. Oh, wir sind gerade fest. Da sind wir schon durch. Zicki, 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 zacki. Dann eine noch und dann fertig. Wir sind auf jeden Fall fertig. Hat alles gut geklappt. Ich habe dann abgestellt. Was willst du, die Gestelle hier stehen lassen? Die hast du jetzt direkt wieder mitgenommen. Die paar Minuten, das ging ratzefatze. Wir drehen jetzt irgendwo hier, fahren wieder runter und dann fahren wir nach Hellental. 38 Kilometer, 9 und 12, verstehst du? Ich hoffe, du... Also... Aber wo kann ich drehen? Hier. Guck mal bitte. Wie findest du das? Ist das nicht toll? Guck mal hier. Hier fahr ich jetzt rückwärts rein. Das ist so beautiful and funny. Das Wetter ist doch nicht so gut, ne? Es hat gerade geregnet, aber es hat mir gar nichts ausgemacht. Was sagst du dazu? Guck dir das mal an. So, hier haben wir ausgeladen. Ah, jetzt fahren wir. Die waren super nett. Alles ältere Herrschaften. Super geil. Ja, auch ein schönes Haus. Ich mag solche Häuser mit mehr Familien, ich habe da kein Problem mit. Wenn man sich gut versteht und wenn das Haus sieht super aus. Oder? Ich finde das schick.
toll. Das ist total supi. Länger geht es nicht. Dankeschön. Ihr könnt noch in Kurve fahren. Danke sehr. Ciao. Wir haben alles abbestellt. Das ist total gut. Ein leeres haben wir mit. Ein L. Jetzt fahren wir nach Schleiden. Und ich denke mal, das machen wir mit der Hand. Die zwei Sachen da. Jetzt fahren wir zu einer Schreinerei in Schleiden. 11 Kilometer noch. Die zwei Fensterchen, gehe ich davon aus, dass wir diese runterschmeißen. Kann ich das Gestell auch wieder mitnehmen? Dann haben wir alle Gestelle, fast alle bis auf eins, die wir gestern oder die wir heute ausgeliefert haben, nehmen wir wieder mit rein. Dann könnt ihr die wieder bestücken und dann können wir wieder rausfahren. Super. Das Wetter ist mal wieder einwandfrei. Ah, oh, warte mal. Was ist das da oben? Schönes. Oh wow. Ich weiß nicht, aber auf dem Hang hier zu wohnen, hätte ich ein bisschen Schiss. Obwohl das mega aussieht, ne? Es ist total toll hier. Oh, bitte? Was sagst du dazu? Sag doch jetzt mal bitte ehrlich. Hast du gesehen, wie das geht? Wir sind fertig. Wir können jetzt quasi wieder nach Ventana fahren. Dann schauen wir mal, was wir haben. Zweite Runde, denke ich mal. Also, ich bin ja früh zurück. Kann ich euch direkt sagen, weil der rechnet mir das genau auf die Minute aus hier, der kleine Sack. Das waren jetzt 3 Kunden, die haben wir jetzt alle weg. Das ist sehr gut. Und Gestelle haben wir alle, bis auf eins, wie gesagt, wieder mit zurück. Und meine Handyhalterung ist hier irgendwie rausgeballert. Ich finde das gar nicht gut, weil ich mag das nicht. Warum? So, 44 Kilometer, 11.40 Uhr bin ich da. Das schreit förmlich nach der zweiten Runde. Aber ich möchte um 16 Uhr ungefähr auf dem Hof sein. Oder 15.30 Uhr vielleicht. Frage ich mal, ob das funktioniert, weil ich möchte gleich noch einkaufen, ein paar Sportsachen. Ich brauche fürs Studio auf jeden Fall irgendwie eine kurze Hose, weil ewig in den langen Jogginghosen da trainieren ist kacke. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich kann hier gar nichts sehen, ey. Ist das geil oder ist das geil? Boah, guck mal, was für ein geiler LKW da oben im Spiegel. Ach, der will hier rein, okay. Kommt da was? Du musst ein bisschen warten. Warte doch. Der pflastert einfach weiter. Was ist denn los mit dir? So, das ist ein Düsseldorfer, den möchte ich gerne mitnehmen. Den stellen wir hier hin. Und dann haben wir 4 Gestelle Bochum. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht was umpacken oder ob das passt. 5 Stück. Immer weiter, 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 weiter. Ja. Wir haben jetzt den Laden für. Da stand jetzt noch in Düsseldorfer, da waren wir jetzt die Tage und haben eine HST hingebracht, Hebeschiebetür. Da musst du mit dem Kran, weil da geht eine Treppe hoch und dann kannst du da schön in den Gang rein und sowas alles, wie gesagt. Und das habe ich ihm eben gesagt, weil ich sollte nochmal nur Bochum fahren. Und dann stand die Tür, da sag ich, ja, dann ist der Kunde, wo du warst, sagt er, ne? Mein Disponent hier. Und dann sag ich, dann gib die mir doch mit, weil mit dem Stapler ist das blöd da, du kannst nicht die Treppe hoch da und ich muss dann mit dem Kran hin. Sagt, der wusste nichts von. Und das haben wir jetzt so gepackt, dann ist der Bochum und dann fahre ich auf dem Rückweg nach Düsseldorf, schmeiß die Tür da runter in den Gang da. Und dann haben wir wieder 2 weg. So muss das Lope. Das muss Lope.
wie das bei dir heute ist, aber wir haben jetzt, guck mal, 12.26 Uhr. Ich war jetzt gerade drin von meiner Eifelrunde. Ich habe jetzt geladen für morgen Bochum. Dann habe ich noch die Düsseldorfer Tür mitgenommen, weil ich dachte, da muss ich mit dem Kran hin. Ich habe schon noch mitgenommen. Hallo? Ich habe gerade noch gesagt, wir haben schönes Wetter, aber es fängt an zu regnen. Wir fahren jetzt nach Bochum. Bochum sind 1, 2, 3, 4 und da hinten der ist für Düsseldorf. Da waren wir schon mal. Da haben wir eine HST hingebracht, hier die Schiebetür. Da fahren wir nachher nochmal hin. Da muss ein Kran hin, weil das in die in den Gang zwischen so Häusern hin muss. Und da geht eine Treppe hoch und wenn da jetzt ein Stapler hinfährt von Ventana, dann kann der da auch nichts Großartiges machen. Deswegen habe ich gesagt, ich schicke da besser einen Kran hin. Das machen wir dann gleich. Das ist da, wo ich Süßigkeiten und einen Kaffee bekommen habe in Düsseldorf. Ich habe es jetzt nicht darauf abgesehen, aber für einen Stapler ist das scheiße, weil erstens kommt er die Treppen nicht hoch und zweitens müssen die Leute dann schleppen. Viel zu viel schleppen. Das muss ja nicht sein, wenn du einen Service mit dem Kran bieten kannst. Voller Schleimer, der da. So, ich habe nach Bochum jetzt noch 26 Kilometer, 4 Minuten 20 hier. Stau ohne Ende. Na, löst die Stadt da vorne auf? Ich habe keine Ahnung. Das nervt schon am frühen Morgen. Warum war das denn? Naja, wenn es weitergeht, geht's ja. Normal wäre schon kurz vor 8 da gewesen. Was weiß ich, war eben 10 vor 8 oder so. Und jetzt haben wir schon Viertel nach. Naja, brennt ja nichts an, aber trotzdem. Ne? Das nervt halt. Wird auch alles neu gemacht hier. Die Armen, ey, gerade am Sicken wie eine Sau jetzt hier. Und jetzt sind die hier draußen am Arbeiten, aber. Schwer am Schaffen hier. Wird auch alles neu gemacht. Ich denke mir, wir haben da vorne jetzt noch Stau am Dreieck, eventuell. Er zeigt mir 5 Minuten 30 noch irgendwo. Er küsst ja nicht an, ne? Aber jetzt gerade richtig nette Leute. Ich habe ja jetzt hier bei einer Metallbaufirma abgeladen und nebenan hier ist eine Schreinerei, die eigentlich miteinander gar nichts zu tun haben, so, ne? Und die Schreinerei hat mir gerade eben einen Kaffee rausgebracht, weil die Chefin das so wollte und die sind einfach unheimlich lieb, sagte die Metallbaufirma. Das ist eine sehr, 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 sehr liebe Firma und die haben mir, obwohl ich gar nichts für die hatte, haben die mir einen Kaffee ausgegeben, weil ich hier im Regen abgeladen habe. Also das ist ja super nett, ey. Es gibt echt noch super nette Leute. So, wir haben 9.09 Uhr. 9.09 Uhr, um 10 Uhr sind wir in Düsseldorf, wo wir die eine, ich weiß nicht, ist das eine Tür oder ist das ein Doppelfenster? Könnte eine Tür sein, ne? So, da sind wir dann gleich. 8 Minuten 10 Stau. Naja, wir haben ja Zeit. Das drängt ja jetzt nicht. Einmal Spielheating an. Jetzt müssen wir gucken, ob wir rechts nirgendwo. Also ich habe 4 Gestelle gebracht und 3 wieder mit zurück. Eins stand hier, 2 haben die leer gemacht, da war wenig drauf. Ne? Alles für die gut. Und für uns, weil wir jetzt wieder ein paar Gestelle mehr haben.
gerade gucken. Ich bin gekommen von... Ah, der möchte jetzt mit mir rechts raus. Kann er ja machen. Ich habe jetzt gleich sowieso Stau. Hab ich ja gerade gesagt, 8 Minuten 10. Auf der Gegenfahrbahn auf der Autobahn gerade war schon heftig. Aber nächste Marke, ne? Also ich sag mal, das Equipment, was ich jetzt von der von Ventana habe, die Glashaken und die Traverse und die Krallen von meinem Chef, für die zu befestigen auf der Erde, im Schienensystem, bin ich super ausgestattet. Das ist echt super simpel, das geht alles so von der Hand und ich bin echt dankbar, dass das alles so geklappt hat. Ich habe ja gefragt für die Krallen und in der Regel ist es ja so, dass die sagen, kriegst du doch so hin, aber das ist schon sehr geil. Eine super geile Vereinfachung. 54 Kilometer ist nur? Okay, das ist ja gut. Jetzt gucken wir gleich mal in Düsseldorf, da fahren wir wieder rückwärts die Straße hoch. Dass uns da keiner von hinten kommt. Wir fahren gleich mal auf den Parkplatz und sagen Bescheid, dass wir kommen. Ich weiß ja gar nicht, ob derjenige, der das verbaut, ob der da ist. Er ist wieder am Telefonieren, da fehlt eine Leiste, die steht aber auf dem Schein. Sonst kann er das irgendwie nicht einbauen auf das Fenster. Ich hatte zwar was mit, aber das ist total das falsche Ding. Und ja gut, ich kann dann nicht dafür jetzt, ne? So. Haben wir alles zu. Jemand, da hänge die Brack, ist zu, das ist zu. Ja. Quasi, weil er hier in der Kurve steht, also rechts der, müssen wir jetzt direkt hier drum fahren. Sonst kriegen wir das nicht hin. Kommen wir nicht rum. Aber so passt das schon. Dann geht das gerade mal so. Boah, der steht aber weit in der Fahrt, ey. Stand der eben auch schon da? Das ist doch scheiße. Das passt aber. Na ja, aber die Leute müssen ja ihre Autos auch irgendwo hinstellen, ne? Weil die haben ja alle keine Einfahrten. Scheiße. Einfahrten alle leer, Straße voll. LKW müssen überall fahren. Müssen überall fahren. Ist ja nun mal so. Wir haben das alles schon schön leer gefahren hier. Das sieht sehr gut aus. Sempre, sempre. Ich glaube, ich kriege 4 Gestelle. Die 2 müssen noch runter. 2 hat das schon runter. 4 Stück kriege ich. Ich glaube, ich fange an in Hürth und ende in Ratingen, wenn mich nicht alles täuscht. Wetter so lala. Das ist manchmal so aufklarend wie jetzt, aber dann hast du so wieder hinten, wird es wieder schwarz. Deswegen können wir auch gleich bestimmt wieder rein. Ich muss den Kran jetzt wieder putzen. Glaube ich. Machen wir demnächst mal Samstags, wenn das wieder schön Wetter ist, tun wir den wieder schön polieren. Das ganze Fett da geht mir auf die Eier, ne? Machen wir den mal wieder richtig schön sauber und dann wort das. So, was läuft jetzt hier? Was? Nee, nee, der bleibt ja hier. Ich muss jetzt nur gucken wegen der Breite, müsste aber passen. Ja, wenn das dann ganz. Nee, müsste glaube ich passen. Schieb ins Drop. Ganz dran. Nee, du musst erstmal mit der Gabel raus. Ja, genau. Ja, passt. Danke dir. Welcher ist das jetzt hier? Da hinten ist der Bauer, ne? Ja. Und dann ist Rück. Rück, ja. Ja. Danke dir, Schatz. Warum? Hör mal, dass du nicht kollegenhaft zusammenarbeiten. Das ist übrigens mein Beste da. Bester Staplerfahrer weit und breit. Da können die anderen sagen, was die wollen. Du bist der Beste.
wenn keiner hier ist. Ja! Einen haben sie weggelassen, weil er nicht mehr passt. Das ist einer. Das ist einer und das da hinten ist einer. Und dann haben wir eine Abholung. Müsst ihr auch in Köln, wir haben, die standen ja bis hier, ne? Bis hier standen die, wir haben die alle weggefahren mit drei Autos. Naja, von Expotrans waren ja noch zwischendurch welche hier, Sattelzüge und so. Die haben natürlich auch mit weggeballert, ne? Weil hier war Katastrophe. Voll ohne Ende. So, jetzt muss ich mal gucken. Okay, das ist der, ja. Ah, alles klar. Hoppala. Dürki. Da musst du aber noch mal ran hier, ganz kurz. Hier stehen Pylonen, die will ich auch nicht wegkicken, ne? Das sieht gut aus. Der Fuzzi hat Urlaub, also unser Vorparkleiter. Und er hat gesagt, wenn ich mal früher drin bin, dann kriege ich unten links meinen Tritt gemacht. Ne? Der ist ja kaputt, da ist dagegen getreten mal mit Matschfüßen. Und zack, war er am Arsch. Und jetzt ist er in Urlaub quasi. Also muss ich noch ein bisschen warten. Ich weiß gar nicht, wann der wiederkommt. Nächste, übernächste, ich weiß nicht, keiner muss mal hier. Also ich, Konrad Adenauer Platz. Hört sich auf jeden Fall für mich super an. Ich finde das total, einen hat er weggenommen. Weil, passt nicht. Die haben Überlänge. Die Elemente, die auf den